Waxing Devil hat mir heute mal wieder ein Replay vom T55A geschickt und dementsprechend will ich mir diesen 9er mittleren Panzer auch nochmal hier ein wenig genauer anschauen. In dem Fall hat er natürlich ein super Matchmaking erwischt, ist hier mit seinem 9er in ein 8er, 7er Gefecht gekommen, von dem er ideal, besser geht's doch gar nicht. Und wir sehen, der Durchschlag mit 201 langt hier aber sowas von satt in der Regel aus. Aber er hat auch noch im Zweifel 330 mit Premium. Also in dem Fall sollte er hier auf seine Kosten kommen. Und er hat das Video betitelt mit dem Titel T55A räumt auf. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob das Ganze auch wirklich so aufgeräumt wird oder ob er einfach am Schluss nur viel Dusel hatte. Er fährt jetzt hier Richtung Mitte direkt, da wo der Cap-Bereich ist. Und man sieht schon, ein Gegner steht schon direkt drin. Der kommt aber nicht auf, hat auch noch keine Notwendigkeit da unbedingt zu decappen, weil ihr seht, ganze 3 Minuten dauert der Cap hier mit nur einem Panzer darin stehend. Man darf erwarten, dass das irgendwo ein schneller Panzer ist. Also wahrscheinlich der Bulldog. So, und jetzt ist Objekt 704 allerdings keinen Schaden machen können, leider. Da wären dann doch noch mehr Durchschlag als die 200 wünschenswert gewesen. Aber hier auf den T-43, da kommt er drauf, Auto-Aim und weg damit. Ist immer noch offen, aber in dem Fall kritische Treffer leider nur. Kein Durchschlag. Da drüben jetzt IS-3. Und eigentlich fast der ganze schwere Panzerpulk des Gegners. Jetzt steht mit der Su und noch ein Panzer schon 2 im Cap-Bereich. Und dem T-69 sogar. Die Su müsste eigentlich hier unten irgendwo sein. Da ist er. Schade, dass er nicht direkt hier die Kette getroffen hat. Dreht hier verdammt schnell. Da ist der Bulldog. So, und jetzt nimmt er ein bisschen die Senke zur Hilfe, dass er nicht wirklich lang im Zielbereich ist. Da T69 auch zurückgesetzt. Und jetzt stehen sie mit 3 Panzern drin. Und jetzt seht ihr, es geht deutlich schneller vom Cap-Bereich. Nochmal dem T-44 auch ein mitgegeben. Ja, leider Abpraller am T-69, aber dauert jetzt wieder eine Minute, weil alle zurückgesetzt worden sind. Leider hier kein Treffer. T-44 nervt ihn jetzt immer von der Seite. Aber er orientiert sich weiterhin auf den T-69. Ja, lustigerweise hat er jetzt mit Hyping zu kämpfen. Weil in dem Replay ist immer der angebend, der taktgebend, der das Replay gemacht hat. Also da war es kurze Ping-Probleme bei ihm. So, wo ist jetzt der T-44? Das gibt's doch nicht. Der ist ja ein nerviger. Nun aber. So, ja. Wird ihn jetzt wohl im One-in-One rausnehmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der T-44 ihm hier Probleme bereiten dürfte. Wackelt ein bisschen, hat leider nichts gebracht. Aber der Nachschuss gehört ihm und dann dürfte er den wegmachen. Genauso ist es. So, da vorne kommt jetzt die Su 122-44 auf ihn. Da ist er auch schon. Prallt hier Gott sei Dank ab. Und jetzt ist er auch zerstört. Also sehr, sehr crazy Aktion, da so drauf zu fahren. Die wird in der Regel immer mit dem Tod bestraft. Rheinmetall ist da noch. Jetzt nimmt er erstmal den Schuss aufs Objekt. Und jetzt fährt der Rheinmetall weg. Lädt auch gut auf HE direkt. Immer HE oben. Ja. 422 Schaden. Aber eben nicht auf die Wanne eingeschießen, sondern immer oben auf den Turm drauf bei den Waffenträgern. Da passt ihr einfacher und besser durch, so gesehen. Und jetzt kommt der Gegner hier rüber gerommelt. M103. Und jetzt
hat er eh kaum mehr normale Schuss, sondern er wechselt jetzt auf Premium rüber. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch, das ist ja unglaublich ärgerlich, wenn man schon Premium lädt, dass man dann auch dann nicht durchkommt. Aber der M103, der hat gepasst und nochmal einen mit genau der gleichen Hitpoints-Anzahl, dann würde er den wegmachen. Nein! Jetzt lässt er ihn 6 stehen, gibt's doch nicht. Und nun aber, blind nachgesetzt, beziehungsweise an die Stelle geschossen, wo er dir gerade eben zugegangen ist, und er macht ihn weg. 11 zu 10 steht's. So, jetzt kommt der IS-3 da rum. Jetzt lädt er wieder normal, aber er hat eben kaum mehr normal Munition. Prallt hier ab. Ah, jetzt wird er nur gekettet, das ist alles halb so wild. Und da nimmt er jetzt den IS-3 raus. 4 Kills. Ein bisschen, was hat er noch? Da jetzt den IS-3. Er steht hier einfach sehr, sehr gut. Und da jetzt seitlich dem Super Pershing in den Deckel geschossen. 5 Kills, 5735 Schaden aktuell auf der Uhr. Und jetzt der IS-3, der IS schießt hier mit HE. Auf den fahrt er jetzt drauf, nimmt ihn mit Auto-M raus. Und jetzt nur noch der andere IS-3 am Start. Es hieß auch schon, gönn dir Krieger. Den hat er jetzt auch sich gegönnt. Und vielleicht kriegt er sogar noch den 7. Kill. Und tatsächlich bekommt den 7. Kill, obwohl er hier vom T-34 auch nochmal eine auf die Mütze bekommen hat. Aber shit egal, 6820 Schaden gemacht. Es waren eigentlich 6826, weil er blindet vom M103. Hat nicht reingezählt, 7 Kills, leider keine Radley Walters, aber der Krieger mehr als verdient. Schön und vielen Dank fürs Einsenden. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.